aber wissen Sie, ich kann mir doch die Welt nicht schön malen. Wenn die Flüchtlinge jetzt nach Deutschland plötzlich kommen, wie wollen Sie sie aufhalten? Warum auch immer, das ist mal die Situationsbeschreibung. Und jetzt haben Sie gesagt, warum das kleine La 1000 Flüchtlinge? Jetzt will ich Ihnen aber ganz ehrlich was sagen und Sie mögen das provokant empfinden. Deswegen kündige ich es an. Ich persönlich, ich als Oberbürgermeister der Stadt La, ich bin x-mal kritisch gefragt worden, warum muss denn das kleine La 9000 Spätaussiedler aufnehmen? Diese Frage muss man genauso stellen. Die Laarer Bevölkerung wollte das in ihrer Mehrheit auch nicht. Warum? Funktioniert das? Warum sind sie akzeptiert? Warum unterstütze ich das auch persönlich? Weil ich glaube, dass das der richtige Weg ist. Da gibt es eine historische Verbindung, da gibt es politische Notwendigkeiten und weil es eben auch der Stadt gut tut. Aber glauben Sie denn, das wissen Sie doch, wie war das jetzt vor 10, 15 Jahren? Waren Sie denn genauso willkommen? Es war eben nicht der Fall. Es war ein großer Kampf. Leute. Es war ein großer Kampf, hier für die Akzeptanz zu kämpfen. Das müssen Sie auch mal. Erklären Sie doch einem Lager, warum es denn da 9000 sein sollen. Das müssen Sie sich einfach auch anhören. Und deswegen bitte ich Sie, dass Sie runterkochen, dass Sie von der über 100 Grad runterkommen auf die Normalität. Sie arbeiten nur mit Emotionen. Sie lassen sich aufstacheln und stacheln sich gegenseitig auf. Kommen Sie runter, kommen Sie wieder auf eine Normaltemperatur und dann können wir auch dauerhaft...